Hey Leute, heute wieder mal mit einem kleinen Review. Ja, mit mir Arthur ist klar. Ja, heute wieder mit einem kleinen Review. Und es geht heute um diese Southboard. Also von Southboards, die ABEC 7 Wheels. Die rollen richtig lange, also. Ist so erstmal zu den Wheels an sich, die sind sehr gut verarbeitet, echt smooth, also die rollen an sich sehr gut, haben auch eine schöne glatte Oberfläche, halt so ein bisschen so wie Winkler Wheels, also genau die gleiche Qualität wie Winkler Wheels, finde ich, weil ich habe wartet hier noch Winkler Wheels drauf auf mein Lipgriffelboard. Und ja, die sind halt, denke ich, so genauso gut. Ja, und die Boards an sich kosten, die weißen jetzt, ja, also 19,90 Euro. Es variiert halt immer so mit den Angeboten, manchmal auch 15 Euro, so 14,90 Euro. Aber sind halt sehr gute Wheels und echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und sie rollen halt sehr gut. Ich kann das mal demonstrieren an der J-Ramp hier. Die rollen auch wirklich sehr leise. Ja, ist halt auch ein gutes Rollgeräusch oder hier. Hört sich auf jeden Fall gut an, nicht wie dieses Klackern bei Tech-Deck Wheels. Das ist ja wirklich schon nervig. Also bei den Wheels, da kann man echt nicht meckern und die kriegen von mir 10 von 10 Punkten, wirklich. Und echt, kauft euch die Wheels, die sind echt der Hammer. Es lohnt sich. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, ich krieg sobald die neuen Decks zugeschickt. Ja, die sind glaube ich schon auf dem Weg sogar. Oder bald da. Ja, und dann werde ich auf jeden Fall darüber noch ein Review machen. Oder wenn ich über irgendwas noch ein Review machen soll. Oder meine Meinung zu irgendwas abgeben soll von Softboards allgemein. Oder über was anderes. Dann schreibt mich ruhig an. Also ich finde Southboards echt geil, ist echt eine coole Fingerboard-Marke, die verbessern ihre Boards. Ich denke mal, soweit ich weiß, habe ich so gehört, also das ist vielleicht meine Brille schief liegt gerade. So, einigermaßen gerade, das ich kann nichts versprechen, aber ich denke mal Southboard, ich hab's von keinem gehört, aber ich denke schon, ich habe da sowas, wurde mir so gesagt, das neue Southboard Achsen vielleicht in Arbeit sind. Und ja, das ist auch, denke ich mal, irgendwann wieder neue Wheels geben wird, neue Tools, neue Ramps. Auf jeden Fall, Southboards bemüht sich und es ist halt immer ein geiler Service. Ja. Und sonst, wenn ihr sonst noch Fragen habt, also mal Fazit. Ja, die Wheels haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie rollen sehr gut. Ja, sie rollen auf jeden Fall sehr lange, also selbstständiges Rollen. Also nicht bei hier wie bei Technik, sie rollen, also diese rollen ungefähr 8 Sekunden. Das ist wie bei manchen echten Skateboardrädern so, also nicht die ein bisschen ich öle die manchmal, also ich mir so ein ganz kleiner Milli-Tupfer Öl drauf. Ja, alles klar, komme gleich. Ja, ist gut. So, meine Oma ist nichts Interessantes, aber ja,
Auf jeden Fall, die Wheels würde ich mit einem ganz kleinen Tupfer, aber dann rollen die richtig lange, 8 bis 10 Sekunden. Und so rollen eigentlich meine Skateboardräder. Und die Wheels sind schon echt der Hammer und für den Preis ist es echt cool. Und kann also passen auch an jede Achsen, könnt ihr auch Black River Tracks machen. Also da rollen sie gut, dass die passen, müssen eigentlich auf jeder theoretisch passen. Es kommt halt immer darauf an, ob die darauf gut rollen. Je nachdem auf die Verarbeitung der Achsen bei Black River Tracks. Ja, ist gut! Die Trucks sind sowieso ganz cool. Ja, oh, ich kann schon. Es muss gleich los. Ja, also falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, müsst ihr Bescheid sagen. Und Keep Fingerboarding, Southboards sind geil. Haut rein, Leute.